Halleluja. Aufstehen und erhebt eure Köpfe, eure Erlösung ist heranziehen. Halleluja. Die Gnade unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Guten Morgen. Sie können sich bitte hinsetzen. Ich glaube, also schöne Grüße, wie immer, und für unsere Kameraleute schöne Grüße aus der Christusgemeinde Kelowna an diesem ersten Sonntag im Advent. Und Sie merken, dass wir, nicht ich, einige sehr tüchtig waren, um die Kirche zu schmücken während der Woche. Also wir freuen uns für unser Adventskranz und die Adventssterne und unser Baum. Und wir freuen uns, dass Sie von ferne und von nah uns heute mitmachen können. Advent bezieht sich auf die kommenden Tage. Gottes Menschen haben immer in großer Erwartung gelebt, wie wir es in dem heiligen Texte hören. Jeremia spricht von einem gerechten Zweig, der für David entstand. Die Thessaloniker erwarteten das Kommen unseres Herrn Jesus mit allen Heiligen. Die Zeitgenossen von Jesus hoffen auf die Zeit, um vor dem Sohn der Menschheit zu stehen. Mit ihnen erwarten wir gespannt die kommenden Tage, die Ankunft unseres Herrn im Wort und Mahl, die Geburt des Christkindes in Bethlehem. Also, wir haben heute einen Gottesdienst und dann in 2 Wochen am 12. Dezember wieder Gottesdienst und dann am Heiligabend Gottesdienst. Also, nach vielen Besprechen und Überlegen haben wir uns entschlossen, das Folgende. Am 12. Dezember ist der Gottesdienst um 10 Uhr und ist ungefähr um 11 Uhr fertig. Gerade nach, also von dem Gottesdienst, gehen wir in der Lutherhalle und fangen mit der Adventsfeier an. Also es wird erst ein kleines Essen geben mit Brötchen und dann singen und mitteilen wie immer und natürlich schönes Gebäck. Also das ist am 12. Dezember, gerade nach dem Gottesdienst. Dann am Heiligabend. Der Heiligabend-Gottesdienst auf Deutsch wird um 2 Uhr stattfinden. Es wird anfangen um 2 Uhr, weil einige haben gesagt, sie wollen mit dem Gottesdienst fertig sein, sodass sie mit Licht immer noch nach Hause fahren können. Also, das ist jetzt um 2 Uhr am Heiligabend. Das Englische ist noch nicht festgelegt. Das müssen wir noch mit der anderen Gruppe besprechen. Aber dann jetzt haben Sie das. Jetzt, wenn Sie nicht bequem sind, fahren wegen auch um 3 Uhr ist es schon etwas dunkel, besprechen Sie das vielleicht mit Freunden, mit Ihren Kindern oder vielleicht bestellen Sie sich ein Taxi dafür oder so, dass Sie mitmachen können. Also, das sind die Pläne zu Weihnachten. Und dann am 25. gibt es keinen Gottesdienst. Es gibt einen elektronischen Gottesdienst und die koreanische Gemeinde wird hier feiern. Und dann am 26., das ist ein Sonntag, dann haben wir wieder einen Gottesdienst, gemeinsamer Gottesdienst um 10 Uhr. Also das haben Sie jetzt vor sich. Wenn Sie bei sich kein Internet haben und kein E-Mail, haben wir alle die Annoncen abgedruckt und da sind Kopien, können Sie vom Kirchendiener bekommen, wenn Sie das haben wollen. Noch etwas für heute. Also wir werden wie üblich Abendmahl haben. Das haben wir wieder ändern müssen wegen vielen Gründen nicht wichtig zu besprechen, aber Sie kommen hier und nehmen von mir das Brot und dann Roy wird helfen heute, der Wein und dann ist ein Tisch mit einem Teller, wo man die Gläschen geben kann. Früher war das da drüben und das war ein bisschen schwierig mit dem Umbücken und sowas. Also da ist der Tisch und dann geht man zurück zu seinem Platz. Am Ende des Gottesdienstes heute gibt es ein Keksverkauf. Das hat Stephanie Benke organisiert, sodass wenn Sie Ihr eigenes Gebäck oder Sie haben nicht Zeit, Ihr eigenes Gebäck zu machen, die Kekse sind zum Verkaufen und das ist eine Spende eigentlich für die neuen Gardinen im Boardroom. Also das war eine Art Projekt von Stephanie gemacht und ich persönlich bin sehr froh, denn ich kann jetzt sehr viel hübsches Gebäck bekommen. Also wir fragen, es ist eine Spende, mindestens $5. Die Pakete, es gibt Teller oder Pakete, die haben genauso dieselbe Nummer von Keksen drin.
Stephanie hat das gerade ausgemessen. Alle Pakete sind gleich. Wenn Sie also danach im Gottesdienst können Sie hinausgehen und dann die Kekse und dann nach Hause. Wenn Sie nicht damit machen wollen, können Sie direkt in der Tür hinten herausgehen. Früher sind wir immer hier hinausgegangen. Die Schwierigkeit ist, dann ist das im Dorn zu nah und auch es ist kalt, weil wenn man da rausgeht, was sie spielt immer weiter. Also zum Rausgehen gehen wir da, reingehen ist da. So hoffentlich ist das alles klar und wir werden damit weitermachen. Wir haben jetzt unsere Beichte. Also wenn Sie Ihr Kirchenzettel haben, da ist es abgedruckt. Das ist eine besondere Beichte, die ich gefunden habe, die für Advent gemeint ist. Also wir stehen bitte. Gesegnet sei die drei heilige Dreifaltigkeit, ein Gott, wer allein tut Wunder, der das Niedrige erhebt, der den Hungrigen mit guten Dingen füllt. Bekennen wir unsere Sünde im Vertrauen auf die zärtliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Und wir sprechen zusammen. Gott, auf den wir warten, in Gegenwart eines anderen. Wir bekennen unsere Sünde. Gott hat in Christus Jesus mit Wohlwollen auf sie geschaut, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deine Sünden sind vergeben. Ihr seid Kinder des Allerhöchsten, eben Erben der ewigen Verheißung und Empfänger der göttlichen Barmherzigkeit. Gott stärkt dich von Neuem, um den Weg des Friedens zu gehen. Amen. Wir setzen uns jetzt und singen zusammen, nun komm der Heiden Heiland.
Also, heute ist der, die Anzündung des ersten Adventskranzkerze, die erste Kerze. Und der Thema dieses Jahr ist das Thema der Geschenke. Also, diese Woche ist das Geschenk der Geduld. Warten ist schwer. Wir erwarten mit Spannung die Wünsche unserer Herzen und möchten, dass sie bald kommen. Wir warten auf den ersten Schultag oder den ersten Schneefall. Wir warten darauf, einen geliebten Menschen zu sehen oder die Nachrichten eines Arztes zu hören. So wie der Bauer auf die Ernte wartet oder der Feigenbaum auf den Sommer wartet, werden wir daran erinnert, bis zum Kommen des Herrn Geduld zu haben. Wir beten. O Gott, nachdem wir uns sehnen, wir danken dir für das Geschenk der Geduld. Gewähre Frieden in unseren Herzen, während wir mit Hoffnung warten, dass wir mit Simeon singen dürfen. Meine Augen haben deine Rettung gesehen, ein Licht, um dich den Nationen zu offenbaren und die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Wir beten im Namen unseres Erretters Jesus Christus dein Geschenk an die ganze Welt. Amen. Und jetzt singen wir zusammen. Wir sagen euch an den lieben Advent, die erste Strophe, die ist im Zettel abgedruckt. Der Psalm ist Psalm 25, 1 bis 10. Danach singen wir Er sei dem Vater und dann dem Kyrie. Und ich hoffe, Don, you and Michael are coordinated for the Kyrie. Okay. Psalm 25, Strophen 1 bis 10. Nach dir her verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit her, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.
Wir beten. Erwecke deine Kraft, Herr Christus, und komm. Mache uns durch deinen barmherzigen Schutz auf die drohenden Gefahren unserer Sünden aufmerksam und erlöse uns für dein gerechtes Leben, denn du lebst und regierst mit dem Vater und dem Heiligen Geist, ein Gott, jetzt und immer da. Amen. Wir setzen uns für die Lesungen. Guten Morgen, eine Lesung vom Propheten Jeremia. Der ewige Bund mit dem Hause David und dem Hause Levi. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, dass ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben, von unserem Gott. Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch erst vom Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben Not fehlt. Er selbst aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, danken unserem Weg. Euch aber lasse den Herrn wachsam und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedem, wie auch wir sie euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seinen Herrlichkeit von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus, kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Hier endet die Lesung. Halleluja. Aus Zion bricht der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt. Halleluja. Unser Evangelium für diesen heutigen ersten Advent. Morgen finden wir im Buch Lukas, der 21. Kapitel. Jesus sprach: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in eine Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an.
Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Säufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Das Evangelium Gottes. Wir sprechen unser Glaube in die Worte des Nizänischen Glaubensbekenntnisses, und das ist bei Ihnen da auch auf dem Zettel gedruckt. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Zusammen, tröstet, tröstet, spricht der Herr.
So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen so vor dem Menschensohn. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zeit des Advents, diese Zeit der Erwartung. Hilfe uns in unsere Vorbereitungen und besonders hilfe uns, unsere Herzen für deinen Kommen vorzubereiten. Alles dieses beten wir im Namen des kommenden Kindes, Jesus Christus, unser Heiland. Amen. Also, wie schon gesagt, heute ist der erste Advent. Ein neues Kirchenjahr fängt an. Ein Sprung auf das neue, das kommende Neujahr im Januar. In unserem Evangelium, unsere Texte sind in 3 Jahre, Jahr A, B und C, geteilt, sodass wir alles gründlich lesen. Also wir fangen jetzt Jahr C an. Jahr C ist das Jahr Lukas. Also die meisten von den Evangeliumtexten, die wir dieses Jahr hören werden, kommen von Lukas. Und Lukas war gedacht, dass er ein Arzt war, ein Heilender. Und also dann können wir in den Fokus dieses Jahr des Heilung von unserer Gesellschaft, Heilung von uns selbst für ein volles Glauben. Wir können uns schon dafür vorbereiten, für dieses Jahr. Wir können uns für den kommenden Jesus auch vorbereiten. Wie wir gesungen haben, freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Und wie Jesus im Evangelium sprach, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Wölken bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Diese Worte Jesus aber sind nicht sehr weihnachtlich oder sehr adventslich, sondern ernst, voller Warnung. Es wird schlimme Zeiten geben, meint er. Kriege und Rede vom Kriege, Erdbeben und Stürme, viel Unruhe und weniger Antworten. Wir können uns fragen, wie dieser Text angehört wird heute Morgen in Kirchen in Abbotsford, Chilliwack, Princeton oder Merritt, ob es eigentlich dort heute Morgen Gottesdienste geben wird. Und dazu in Newfoundland jetzt, New Brunswick und Cape Breton. An beiden Küsten sind wir betroffen. Oder Krieg, Unterdrückung, Gewalt, so wie in Afghanistan, Äthiopien, Haiti. Oder das Neueste mit dem Covid-Virus. Die Liste hat kein Ende. Und auf einem sehr persönlichen Niveau kann es auch Erdbeben geben in unserem persönlichen Leben oder Kreis. Arbeitsverlust, Eheprobleme, Krankheit und Tod. Es gibt immer in unserer Welt Unruhe, Krieg, Tod, Herausforderungen und so weiter. Aber das Licht der Welt kommt trotzdem, um in dieser Finsternis zu brennen und um Hoffnung und Trost zu bringen. Advent ist die Gabe der Kirche, die uns die Möglichkeit gibt, Pause zu machen und unsere Herzen für das kommende Christkind vorzubereiten. Die Lichter im Advent stehen wie ein Leuchtfeuer in einer finsteren Welt. Nicht nur finster durch die Position der Erde vis-à-vis der Sonne hier im Norden, sondern finster wegen der vielen Mächte der Dunkelheit. Habsucht, Hass, Streitsucht, Selbstsucht, Unterdrückung und Machtsucht. Wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Die Versprechen Gottes stehen gegen die leeren Versprechen dieser Welt. Christus kommt bald. Alle wissen im tiefsten Innern, dass alles sterben werden. In den Kaufhäusern wird dumm und dämlich verkauft und gekauft. Jede sucht nach dem perfekten Geschenk, um dieses Weihnachten als das beste Weihnachten bezeichnen zu können. So würdig das ist nicht das Ziel, an das Gott uns ruft. Manchmal ist dies oder jenes Geschenk doch genau, was jemand sich wünschte.
oder ein Geschenk spricht von Liebe oder Schatz. Aber das größte Geschenk, das wir geben können, ist uns selbst in Zeit oder Verhältnis oder Freundschaft. Wenn wir jung sind, wollen wir vieles haben. Das ist vielleicht natürlich, wenn man jung ist. Und als man älter wird und besonders sehr oft merkt man, man hat zu viele Sachen. Und was macht man mit den Sachen und woher können wir sie, wo können wir sie weitergeben? Und das Letzte, das wir brauchen, ist etwas, ein Zeug, also ein Geschenk. Aber das Beste wäre, wenn zum Beispiel unsere Kinder uns ausnehmen würden oder zum Konzert nehmen würden oder nur den Nachmittag mit uns verbringen. Und solche Sachen, solche Geschenke haben genauso und manchmal viel mehr Wert als diese oder jene Sache. Und es gibt eine Reklame am Fernsehen, macht Erinnerungen nicht Abfall. Also make memories, not garbage. Also nehmt die Zeit, um Sachen zusammen zu tun, statt immer nur Sachen zu kaufen und hin und her geben. Also das größte Geschenk, das wir uns gegenseitig geben können, ist uns selbst in Zeit, in Freundschaft, in Gespräch. Gott ruft uns, Licht in einer dunklen Welt zu sein. Gott ruft uns, wo es Hunger gibt, Nahrung zu bringen, wo es Einsamkeit gibt, Gesellschaft, wo es Ungerechtigkeit gibt, Gerechtigkeit. Es gibt viele Vorbereitungen zu Weihnachten, aber wir sind ermutigt, uns selber und unsere Herzen auch vorzubereiten. Es kann so einfach sein, wie jeden Tag Pause zu machen und einen Psalm vorlesen oder zu sprechen, wenn man ihn auswendig kennt. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg, er leitet die Elenden recht und lehrt den Elenden seinen Weg. Psalm 25 von heute. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 46. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121. Oder manchmal spricht unsere Seele zum Dunklen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzlich täglich? Wie lange, o Herr, wie lange? Einfache, kurze, schlichte Strophen, wo einige einfache Worte unseren Emotionen, unserem Sehnen, unseren Hoffnungen eine Stimme geben. Geduld heißt unsere Adventskerze heute. In diesen Zeiten ist die Geduld fast am Ende. Aber in den Worten Jeremia und Jesus ruft unser Gott uns immer noch etwas länger dazu. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich die gnädige Worte erfüllen will, dass ich zum Hause Israel, vom Hause Juda geredet habe. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Habt Geduld. Genieße diese dunkle, ruhige Zeit, diese Zeit der Vorbereitung, diese Zeit der Erwartung. Habt Geduld, wachet, betet, helft, wo es möglich ist, zu helfen und möget ihr die Anwesenheit Gottes darin erleben. Euch aber lasset der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, die mit eurer Herzen gestärkt werden, schrieb Paulus vor vielen Generationen zu den Thessalonikern. Und die Worte sind für uns auch heute. Er wünschte für die Thessaloniker die Anwesenheit Gottes inmitten von allem, das in ihrer Welt vorging. Wir sagen euch an, den lieben Advent, sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr.
schon ist nahe der Herr. Eine gesegnete Adventszeit Ihnen allen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen. Wir singen unser Tageslied. So, wie Sie wissen, reichen wir nicht den Teller für den Dankopfer. Wenn Sie Dankopfer haben, können Sie am Weg hinaus ihm im Korb hinten geben. Aber wir singen unser Dankopferlied. Ich freue mich an dem Herrn, 494, Strophen 1 und 4. Stehen bitte.
Wir beten. Gott unseres Wartens und Beobachtens, wir bieten die Gaben unseres Herzens und unseres Lebens an im Dienste aller deiner Leute. Bereite den Weg vor uns, wenn wir dich bei diesem einfachen Essen treffen. Durch Christus Jesus unseren Weg und unseren Frieden. Amen. Wir setzen uns für das Fürbittengebet und dann stehen für den Abendmahlgebet. Wir setzen uns. Weil es für manche ist es schwierig, sehr lange zu stehen. Lasst uns in dieser Zeit des Zuschauens und Wartens für alle Menschen und Orte, die sich nach Gottes Gegenwart sehnen, beten. Gott der Gegenwart und des Friedens, stärke deine Kirche rund um den Globus, um die Botschaft deiner Liebe zu verkünden, die in die Welt kommt. Öffne unsere Herzen, um dein Gesicht in allen Menschen und in der gesamten Schöpfung zu erkennen. Höre uns, Gott. Deine Barmherzigkeit ist groß. Gott der mächtigen Bäume und mikroskopisch kleinen Pflanzen, Felder und Stadtparks, des Windes und der Wellen, sei ein hellender Balsam für unseren verwundeten Planeten. Mögen wir pflegen, was du liebevoll geschaffen hast. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der Gerechtigkeit und des Mitgefühls, bringe allen Völkern der Erde Gerechtigkeit in Güte. Gebe den Führungskräften in unseren Gemeinden ein Herz der Urteilskraft und Integrität. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott des Trostes und der Fürsorge, sei bei denen, die zusehen und warten. Komme zu allen, die auf Geburten, Sterbefälle, Scheidungen, neue Gewerkschaften, neue Pensionierungen, Heilungen und Lebenübergänge jeder Art warten. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der gehaltenen Versprechen und der erwachten Träume, beschütze dein Volk vor zerstörerischen Stürmen. Wir beten für diejenigen, deren Leben durch Naturkatastrophen auf den Kopf gestellt wurde, insbesondere in British Columbia und im atlantischen Kanada. Wir danken für den unermüdlichen Einsatz von Ersthelfern, Freiwilligen und Nachbarn sowie die finanziellen Unterstützungen Hilfsorganisationen, darunter Canadian Lutheran World Relief. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der Gemeinden und Gemeinschaft, wir danken dir für die Heiligen, die mit uns gereist sind und jetzt in dir bleiben. Gebe uns auch in Not und in Unsicherheit die Gewissheit, dass deine Versprechen für immer Bestand haben. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der Stille, wir nehmen jetzt eine Zeit der Stille, um vor dir zu nennen und sprechen die Gebete, die wir an diesem Tag in unseren Herzen tragen. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott des neuen Lebens, du kommst zu uns, wo wir es am wenigsten erwarten. Empfange diese Gebete und die unsere Herzen im Namen Jesus. Amen. Wir stehen jetzt bitte. The communion now on, just so you know. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, aller Zeit und allen Haben Dank sagen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Um dessen Willen du uns verschonst
uns unsere Sünde vergibst und die ewige Seligkeit verheißest. Durch welchen deiner Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und alle Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende Lob singen. Und Erde dein. Wir loben dich, Herr, unser Gott, du König des Alls. Du hast diese Welt erschaffen und willst sie vor Tod und Verderben bewahren. Du hast deinen Sohn als Retter gesandt, um dir ein heiliges Volk zu sammeln, das deiner Welt in Liebe dient. Denn in der Nacht, da er verraten war, nahm unser Herr Jesus das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab es denen und sprach, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, der vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. So gedenken wir vor dir, Vater im Himmel, des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Wir kommen vor dein Angesicht mit diesem Brot und diesem Kelch. Wir sagen dir Dank, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist, heilige uns diese Gaben, das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Erfülle alle, die den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, mit deinem Geist und lass sie eins werden in dir. Erbarme dich über uns alle, dass wir das ewige Leben erlangen und mit allen Heiligen von Anbeginn der Welt dich loben und preisen, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn. Durch ihn und mit ihm und in ihm wirst du, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes geehrt und verherrlicht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Also jetzt beten wir in die Worte, dass unser Jesus gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. Der Friede des Herrn sei mit uns allen.
komme zum Bankett Christi, genießen sei die Gnadengaben des Gottes. Wir setzen uns bitte und die Kirchendiener werden Sie zeigen, wie vorwärts zu kommen.
Wir beten. Höchster Gott, du bist an diesem Tisch zu uns gekommen. Bilde uns durch die Kraft des Geistes zu Trägern deines Wortes, Gaben der Barmherzigkeit und Gnade mit allen Teilen, durch Christus Jesus, unser Gastgeber und unser Gast. Amen. Wir danken Ihnen nochmals, dass Sie gekommen sind und hoffen, Sie in 2 Wochen wiederzusehen für unser Gottesdienst und unser Adventsfeier. Nehmen Sie jetzt Gottes Segen an. Der Gott der Hoffnung, erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit wir voller Hoffnung sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen jetzt zusammen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Geht in Frieden, Christus ist nah. Danke dem Herrn.